Willkommen bei CSR Automotive. Heute sind wir beim Autohaus Fischer. Ja, hier in Neumarkt draußen, das ist bei uns in der Gegend. Und wir holen unseren VW Golf 7 TCR ab. Der letzte Golf 7, dann als Version GTI TCR. Interessantes Auto sicherlich. Das wird unser nächstes Firmenfahrzeug und somit auch unser nächstes Projekt. Jetzt gehen wir mal rein zu Herrn Schön, das ist der Verkäufer. Und dann schauen wir mal, ob er das Auto schon vorbereitet. So, wie schaut's aus? TCR schon startklar? Steht bereit für Sie. Passt. Auto wartet, Wetter ist gut. Wunderbar. Im Übrigen, der Top-Verkäufer von VW, wie man hier an der Auszeichnung sieht. Mal schauen, ob er auch wirklich die beste Konfiguration für uns hat. Für jeden, der sich vielleicht nochmal so einen Golf GTI TCR sucht, ist der ja schön der beste Ansprechpartner. Leasingraten aktuell 75 Euro. Ich gebe euch dann noch die persönliche Handynummer von ihm. Aber erst abends ab 8 Uhr anrufen. Vielen bitte, Dank. Bitte erst ab 8 Uhr. Nein, Spaß beiseite. Günstiges Auto aktuell. Weiß nicht, gibt es ihn überhaupt noch? Den TCR gibt es genau noch so. Wir haben viele gute Aktionen, sei es ein Privatkunde, sei es ein Geschäftskunde. Also verschiedene. Also schon noch so ähnlich wie ich. Genau. Ich habe natürlich einen Spezialpreis. Selbstverständlich. Kriegt übrigens jeder. Ja. Sagt er immer. Nein, aber wirklich vom Preis-Leistungs-Verhältnis, ich würde mal sagen, gibt es eigentlich nichts Besseres. Momentan ist es wirklich. Ja. Ja, wobei der Airgolf wahrscheinlich auch noch interessant ist. Läuft ziemlich parallel. Der Airgolf mit dem Allradantrieb noch ist trotzdem noch mal eine Nummer teurer und das schlägt sich dann immer gleich auf die Rate nieder. Also, ja, man hat glaube ich nicht so viel drin, genau, wie man jetzt bei dem schon mitkriegt. Preis-Leistungs-Verhältnis momentan Golf TCR Benchmark. Also gibt es momentan bei uns wirklich nur den. Super. Nee. Also dann schauen wir uns den an. Ich glaube, steht schon draußen, oder? Steht draußen, wartet. Alles klar, also auf geht's. Guck mal. Damn. Der Golf TCR hier in der Farbe Pure Grey, kommt serienmäßig mit den 18 Zoll Belvedere Felgen, so nennt sie VW. Ansonsten ist die Optik richtig schön auf Racing, auf Sportlichkeit getrimmt. Er hat die GTI-typischen roten Akzente mit dran. Das ist sowohl außen, zieht sich in den Innenraum mit rein. So, super, da brauchen wir nur noch den Schlüssel. Das ist er, der Schlüssel zu fast 300 PS. Ja, super. Viel Spaß, gute Fahrt. Vielen Dank. Also, dann schauen wir mal, was die Kiste so hergibt. So, jetzt im Golf 7 GTI TCR. Eins vorweg an alle, ich weiß, Leute, ihr hockt so im Auto und schaut dabei immer gerne da hinten aus dem Fenster raus. Ja? Aber so kann man nicht Auto fahren. Ja? Also ich bin einige Jahre auch im Rennsport unterwegs gewesen und war auf den Rennstrecken. Wer so fährt, schafft es nicht, bei einer entsprechenden Situation das Lenkrad ordentlich zu halten und auf die Gefahr zu reagieren. Deswegen gescheit einstellen. Ich sehe das immer bei den Kunden, die dann zu uns kommen, dann immer da hinten rausschauen. Also hier einen ordentlichen Winkel haben. Das Lenkrad am besten ein Stück an sich ranziehen. Und das habe ich hier gemacht. Wir haben ja eine schöne Lenkradverstellung. Ja, und so hocke ich eigentlich ganz gut drin. Und fühle mich eigentlich auch ganz wohl. Zum Innenraum, was kann man sagen? Alles schön aufgeräumt. Typisch Golf eben. Was mir gut gefällt. Lenkrad, Lederlenkrad, nicht irgend so eine Plastikmühle. Die Mittenzentrierung hier in Rot. Ist ein nettes Gimmick. Ich meine, unterm Strich weiß jeder, wo sein Lenkrad steht. Ja? Auch hier so mit der Beleuchtung hier drin, das Alcantara hier, das sind schon schicke Sachen. Auch dann eben standardmäßig beim TCR das virtuelle Cockpit. Gefällt mir persönlich echt richtig gut. Ja, und Doppelkupplungsgetriebe haben wir hier serienmäßig. Also, klar, viele wollen da noch rumrühren im Getriebe. Ich muss ehrlich sagen, ey, es gibt nichts Besseres als ein Doppelkupplungsgetriebe. Das schaltet sowas von schnell, sowas von easy und macht einfach einen Riesenspaß. Ja, eins muss ich allerdings zu dem Innenraum sagen. Hier unten so eine Hartplaste. Das erinnert mich so ein bisschen an meinen VW Caddy, den ich mal als Transporter gehabt habe für die Firma. Kann man machen, muss man nicht, ne? Und ansonsten schwarzer Himmel und sowas. Ich glaube, das ist nämlich bei den anderen Kisten nicht serienmäßig. Schaut soweit alles gut aus. Sitzheizung, solche Sachen.
Wir haben das Auto hier wirklich absolut Standard konfiguriert. Nur schwarze Scheiben, weil wir sind schlecht im Scheibenkleben. Da haben wir gesagt, die nehmen wir mit dazu. Ansonsten absolut nackt die Karre. Und ja, weil alles andere, was dann noch besser werden soll, das machen wir dann nämlich. Jetzt fahren wir mal los und schauen mal, wie die Karre noch fährt. So, jetzt das Auto im Fahrbetrieb. Hier haben wir einen Mode-Schalter, den auf Sport schalten. Im Übrigen muss man das immer wieder machen. Warum? Keine Ahnung. Ist halt so, jedes Mal, wenn das Auto an ist und man macht es wieder an, muss ich wieder auf Sport gehen. Sport heißt hier in dem Fall ein sportliches Schalten. Ich glaube, die Lenkung ist ein bisschen direkter. Und die Tröte hinten im Übrigen eine Akrapovic-Auspuffanlage in der aktuellen Version, die wir haben, standardmäßig ausgeliefert. Die macht ein bisschen mehr Musik. Naja, ich glaube, da müssen wir noch ein paar Löcher reinfahren. Aber ist okay, ich meine, Fahrzeug ist ja auch den neuesten Abgasbestimmungen entsprechend und da leidet natürlich auch etwas der Sound drunter. Was gefällt mir beim Fahren? Ich bin jetzt auch schon ein paar Kilometer gefahren damit. Die Gasannahme ist ordentlich, der Durchzug selber ist gut, man hat kein wirkliches Loch, finde ich. Das Ding schiebt bis, ich sage jetzt mal, 210, 220 vernünftig an, der Leistung entsprechend. Und was auch super ist, die Bremse hat mich wirklich überrascht. Viele Autos schon gefahren, die weitaus schlechtere Bremse hatten. Fading oder ähnliches ist mir noch gar nicht aufgefallen. Gut zu dosieren, wirklich ordentlich, kann man nichts sagen. Dann gibt es hier eben bei dem Infotainment da, oder wie man das auch immer nennt, gibt es jetzt hier auch neuerdings K, das ist der Leistungsmonitor. Da frage ich mich natürlich, was das hier für Anzeigen sind. Ne? Tja, die G-Kräfte anzuzeigen bei einem Auto, ich meine, das hätten sie vielleicht lieber mal bei einem Tornado-Chat machen sollen, damit man weiß, wann sich die Unterhose aufblasen soll. Ja. Aber bei einem Auto ist das meines Erachtens, vor allem bei so einem Auto, eigentlich Quatsch. Hier wäre doch sicherlich interessanter gewesen, zu der Öltemperatur, die natürlich wichtig ist, weil so ein Auto sollte man natürlich nicht kalt heizen, ganz klar. Da haben wir übrigens gerade 90 Grad. Was könnte man da noch einbringen? Ich würde sagen, was weiß ich, Ladedruck oder was auch immer da noch für den einen oder anderen. Oder vielleicht auch frei konfigurierbar. Ne? Aber die G-Kräfte hier, wir drücken mal kurz drauf, mal schauen, ob sich da die G-Kräfte sich groß was ändert. Da wird dann 0,4 draus. Also wichtige Anzeige. Aber ihr seht, mal kurz aufs Gas gedrückt. Das ging schon ganz gut ab. Gefällt mir ganz gut. Fahrspaß ist klasse. Was ist noch negativ zu sagen? Ja, Traktion ist ein Fremdwort für das Auto, vor allem wenn ein bisschen nass ist oder ähnlich ist, also da muss ich schon echt sagen, da ist natürlich der R-Golf mit seinem Allrad klar bevorzugt. Aber ich persönlich bin ja so ein alter hinterachsgetriebener Fahrer. Für mich mal wieder was Neues, eine labile Vorderachse zu haben, macht auch Spaß. Ich bin mir bloß sicher, dass wir nicht lange brauchen, bis wir wieder einen Satz neue Reifen bestellen müssen. So, Auto recht schön warm gefahren, sagen wir so. Moment, tolle Anzeige, sagt 100 Grad Öltemperatur, wunderbar. Und dann hat der ja auch so eine Art Launch Control, also dazu muss man im Übrigen hier das ESP ausschalten, Bremse und einfach drauf drücken. Ja, Traktion wie gesagt keine, aber Spaß macht's. GDI TCR, meines Erachtens, was das Tuning angeht, mit das beste Auto, finde ich, aktuell von VW. Wir fangen hinten an. Der Diffusor, richtig extrem ausladend.
Dazu die Agrabovic, die da hinten noch rausschaut. Was haben wir noch? Im Heckflügelbereich finde ich nicht schlecht. So eine kleine Abrisskanten-Spoiler noch oben drauf. So wie wir es mit unseren Hecklippen eben haben. Hier in dem Fall schwarz und ganz lackiert. Relativ dezent. Was machen wir hier? Ich würde sagen, so eine richtige Pommes-Theke geht auch. Ja. Wie gesagt, wir haben das Auto jetzt aktuell Standard gewählt, auch von der Konfiguration her. Wir haben jetzt hier Standard 18 Zoll Felgen. Die kommen natürlich weg. Und da kommen ganz neue Felgen drauf von der Firma Dotz. Die wird auch jetzt erst zur Motorshow Essen vorgestellt, die Felge. Wird eine 20 Zoll werden. Die wollten mir auch noch gar nicht sagen, wie die genau ausschaut, aber 20 Zoll auf dem Auto wird mit Sicherheit schick. Und müssen wir mal schauen, was wir für eine Einpresstiefe wählen. Entsprechend werden wir dann da noch die Spur ein bisschen mit Spurverbreiterungen erweitern müssen. Seitenschweller beim TCR, bereits schöne Schweller dran, keine Frage. Das Ganze eben auch schwarz hochglänzend lackiert, setzt sich auch gut mit dem Grau hier ab. Ich könnte mir vorstellen, dass wir da noch einen Schweller nehmen, den wir noch von unten ansetzen, um, ja, ich sag jetzt mal, den Heckansatz und den Grundansatz bzw. die Kappspoiler, die wir dann noch drauf machen, um ein bisschen auf ein Niveau zu bringen. Oh meine Güte, schaut euch das an. Spiegel. Also billiger geht's nicht. VW, was stellt ihr euch denn da vor? Antwort war, Gewichtseinsparnis. Kann nicht der Ernst sein. Also die Spiegelkappen, da müssen wir uns echt was einfallen lassen. Vielleicht machen wir da irgendwas in Carbon oder was auch immer, aber dieses Matt-Schwarz und vor allem meines Erachtens passt überhaupt nicht zu den Klavierlack-schwarzen Akzenten. Ich finde, da ist auf jeden Fall nachzubessern. Vorne bereits auch eine schöne Kappspoilerlippe von Werk aus integriert. In dem Fall würde ich vorschlagen, bauen wir noch mal auf und setzen noch nach vorne wie so eine Art Schwert, um das Ganze hier aerodynamisch noch mal zu unterstreichen. Unsere Scheinwerferblenden machen wir drauf, die gibt es ja auch im Hochglanz schwarz. Im Übrigen auch alle anderen Bauteile versuchen wir im Hochglanz schwarz gleich zu produzieren, sodass keine Lackierung notwendig ist. Also genug gelabert, Auftrag TCR schön machen, wir haben was zu tun. Bis zum nächsten Video. Wenn euch unser Kanal gefällt, dann entsprechend abonnieren und vielen Dank fürs Zuschauen. Wie gesagt, Teil 2 kommt, wir geben Vollgas.